Selbstbestimmung. Als Selbstbestimmung bezeichnet man, dass man unabhängig ist, dass man seine eigenen Angelegenheiten selbst vertritt, dass man sein Leben regeln kann. Das Gegenteil von Selbstbestimmung ist Fremdbestimmung. Selbstbestimmung gibt es auch im Völkerrecht. Als Selbstbestimmung gibt es auch als Recht. Es gibt in der Charta der Vereinigten Nationen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wobei dann natürlich die Frage ist, was ist überhaupt ein Volk? Inwieweit hast du Selbstbestimmung über dein Leben? Selbstbestimmung betrifft nicht nur, dass du dir von anderen nichts sagen lässt, sondern auch, hast du eine gewisse Freiheit über dich selbst? Inwieweit bist du ein Sklave von Reizreaktionsmechanismen? Wie schnell reagierst du auf Dinge, die Menschen dir sagen? Wie schnell reagierst du auf Knöpfe, die vielleicht andere bei dir drücken? Inwieweit hast du wirklich ein selbstbestimmtes Leben, also ein Leben, das frei ist von Reizreaktionsketten? Wie weit bist du abhängig von Instinkten, von Ärger, von Emotionen, von alten Verhaltensschemata? Das Ideal des Yoga ist Kaivalya, absolute Freiheit. Aber absolute Freiheit heißt nicht Freiheit von Verantwortung. Es heißt Freiheit von inneren Zwängen, Freiheit von Identifikationen, Freiheit von automatisierten Reizreaktionsketten.